Vor nicht allzu langer Zeit entdeckte eine tapfere, aber freche Maus eine Welt, die ich für vergessene Toons erschaffen hatte. Die Maus musste sich vielen Herausforderungen und Entscheidungen stellen. Aber am Ende rettete sie Wasteland vor der völligen Zerstörung. Mit Hilfe ihres neuen Freundes Oswald, dem glücklichen Hasen. Mit Oswald an ihrer Seite triumphierte das Gute über das Böse. Und eine Familie wurde zusammengeführt. Aber das war erst der Anfang. Als die vergessenen Toons ihr Zuhause wieder errichteten, lauerte weiterer Verdruss schon hinter der nächsten Ecke. Steht ein anderer Mann. Ich bekenne meinen Irrtum und nun hört den neuen Plan. Ich will Wasteland nicht erobern, das hatten wir doch schon. Es geht um Wiederaufbau, da hat jeder was davon. Und das könnt ihr mir glauben, denn ich will euch nichts vormachen. Es gibt Ärger in der Schlucht, da haben wir bald nichts mehr zu lachen. Helft mir, helft euch, nur so geht es vorwärts. Sucht hier, sucht euch einen Held mit großem Herz. Passt auf, ihr in der Mean Street, Gefahr droht Bär und Bär. Miese, starke Kreaturen sind auf dem Weg hierher. Ich wär schon hergekommen, doch war mein Glück kurios. Denn auf dem Weg zu euch brach dieses Beben plötzlich los. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr, ihr habt mein Wort gehört. Wenn wir nicht fest zusammenstehen, wird Wasteland bald zerstört. Helft mir, helft euch, diese Welt will gerettet sein. Sucht mit mir ein Held mit deinem Herz so groß und klein. Helft mir, helft euch, auch Glück gehört dazu. Zeig mir diesen Helden, bist es du oder du oder du oder du? Oswald, holen wir uns unser Herz wieder zurück. Gemeinsam sind wir Helden, eine zweite Chance.
bringt oft das große Glück. So kehrten Hortensia und Gas wieder ins Schloss zurück, um in diesen schweren Zeiten einen Tun um Hilfe zu bitten. Tagen und Nächten entwickelte Gas ein Gerät, das das Schicksal von Wasteland wieder in die Hände einer gewissen, tapferen Maus legte. Iggy, wo bist du? Ist das Ding überhaupt an? Iggy, du musst uns helfen! Der neugierige Eindringling betrat erneut meine Werkstatt mit nur einem Ziel im Sinn: einen magischen Pinsel zu finden und an sich zu nehmen. Plötzlich eröffnete sich ihm ein ganzer Kosmos aus von Pinsel, Farbe und Verdünner entworfener Fantasie. Mit dem Pinsel in der Hand erkannte Mickey, dass die Sterne nur darauf warteten, zum Leben erweckt zu werden. Sie brauchten nur Farbe, um noch einmal zu tanzen. Zu Hause angekommen, hätte sich Mickey sicher fühlen müssen. Er blickte auf den Pinsel hinab und fragte sich, ob der Verdünner ihm dabei helfen würde, sein Unbehagen zu enträtseln. Thank you.
Was würde Mickey mit einem magischen Pinsel tun? Würde er die Welt anmalen oder sie bis zur Bedeutungslosigkeit verdünnen? Die Entscheidung lag bei ihm. Stecken. Er müsste inzwischen zurück sein. Oh. Oh, herrje, was für eine Spitzenlandung. Na, da freue ich mich aber, euch zu sehen. Was gibt's Neues? Du kommst gerade rechtzeitig, Mickey. Wasteland wird langsam wieder inaktiv und nach all dem Schaden durch das Beben... Nicht nur das. Auch der Mad Doctor ist zurück. Ach ja? Und wo steckt Oswald? Gleich hier. Deinetwegen habe ich mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber ich habe mit dem Doc gesprochen. Er wollte uns davor warnen, dass wir von bösen Wesen angegriffen werden. Er meinte, sie seien halb Phantom, halb Animatronic und ganz böse. Er führt irgendwas im Schilde, ich weiß es. Ach was, Hortensia, hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Wie wär's, wenn wir der Sache auf den Grund gehen? Wo ist der Mad Doctor? Er hilft uns bei den Reparaturen auf der Main Street, aber das Beben hat den Projektoren arg zugesetzt, also müssen wir den Zug nehmen. Na, wenn du wirklich darauf bestehst, mit dem Mad Doctor zu sprechen... Schnell! Wir müssen von hier weg, bevor das gesamte Schloss einstürzt! Beeilt euch, Jungs! Ihr stürzt alles ein! Oswald, mach einen Doppelsprung, um über die Schlucht zu gleiten. Runterzufallen ist kein Spaß, nicht wahr? Versuch's immer wieder, so laut. Das Schloss kracht zusammen. Wir müssen hier weg. Beeilt euch, ihr Trantüten. Hortensia! Glaubst du, sie hat es geschafft? Komm, wir müssen sie suchen gehen. Ach du meine Güte. Ich wette, ihr kommt über diesen Balkon von hier weg. Mickey, geh rüber zu Oswald und heb... Oh je, das hat ja gepasst. Ja. Hüpf darauf und los geht's. Ja. Wie es aussieht, müssen beide Zahnräder gedreht werden, damit die Tür aufgeht. Ja, ich weiß nicht. Hier stürzt alles ein. Da, Oswald. Die Maschine mit deiner Fernbedienung ist in den Verdünner gesunken. Wenn wir deine Fernbedienung je wieder haben wollten, müssen wir die Maschine wieder zum Laufen bringen. Vielleicht gibt's hier einiges, das mit Tonfarbe gemalt werden kann. Vielleicht gibt's hier einiges, das mit Tonfarbe gemalt werden kann. Jetzt zeige ich dir, wozu ich wirklich fähig bin, Mickey.
nur. Worauf warten wir noch? Möchtest du Hortensia nicht suchen? Ah, ein echter Anstecker. In dem... Oh je. Der arme Marcus musste sich krank schreiben lassen, als er unter diesem Tisch eingeklemmt wurde. Sein Cousin Jamfate, begib dich auf die andere Seite des Drehkreuzes. Schnapp dir den Griff und lauf vorwärts, um ihn zu drehen. Damit müsste sich der Lift nach oben ins Labor bewegen. Rauskommen wollen, musst du deine Fernbedienung einsetzen, um diese Maschinen zum Laufen zu kriegen. Versuche den Schalter zu aktivieren, der mit der Maschine verbunden ist. Mal sehen, ob wir sie zum Laufen kriegen. Folgst, siehst du, dass es die nächste Maschine mit Strom versorgt. Ich bin am Ball. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Maschine zu öffnen. Ich hab's. Mickey, schnapp dir den Griff dort drüben und zieh. Ja, jetzt geht es mir besser. Keine Sorgen. Der gehört mir. Wow. Ja, ich weiß, wie man das macht. Oswald, du musst beide Elektroden an der Maschine gleichzeitig treffen. Strom so lenken, damit dieses Ding wieder funktioniert. Wenn du die Elektrizität zur Tür umgeleitet hast, konntest du einen Weg in den Hof reinmachen. Und sieh nur, die Plattformen auf der Maschine mitten im Raum wurden auch abgesenkt. Wow, ja! Wow, wow! Wow! Nutzen, um sie zu erledigen. Lass uns diesen Schutt hier verwenden, um zum Bahnhof zu gelangen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schlucht zu breit ist, um sie zu überspringen. Ich hab's. Gemeinsam kommt ihr hinüber. Sobald Oswald in die Luft springt, kann er hinübergleiten. Und Mickey, wenn du hochspringst und seine Füße greifst, kommt ihr beide auf die andere Seite. Deiner Fernbedienung zu verwenden, um dieses Monster zu lähmen. Sobald es abgelenkt ist, spring auf den Knopf auf seinem Kopf. Mal sehen, wie du aus dem Kopf kriegst. Ja! Setzt, gehen sie hoch. Oder wenn wir sie neben diese Steine schieben und sie anzünden, dann... Dieses Video wurde gesponsert von Harpak.